Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zur 718. Folge vom Let's Play on Six World on the Simulator mit mir, auch Yurisa. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Themenwoche. Und zwar sind wir unterwegs auf der neu erschienenen Karte Mandingen in der Version V2. Die ist vor ein paar Monaten erschienen und ich präsentiere und zeige sie euch. Hier gibt es insgesamt 10 Taglinien und 5 Nachtbuslinien zu präsentieren. Wir beginnen die Themenwoche mit der Linie 13. Sie führt uns von Juckenwaldschule nach Mandingen ZOB via über Poppingen Bahnhof. Fahrzeit dauert zwischen 25 bis 30 Minuten. Und unser Fahrzeug ist ein Mercedes-Benz O530G, Dreitürer Gelenkbus, Euro 2 Void, im mitgelieferten Repaid MVB, Mandinger Verkehrsverbund. Und wir werden jetzt wieder Stuttgart, wir fahren es auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Nächste Haltestelle, Stadtwald. Nächster Halt, Lukas Lörrich Alli. Verehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Linie 13. Sie führen von Juckenwaldschule nach Mandingen ZOB. Mein Name ist Yurisa, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher und sanft durch das schöne morgendliche Mandingen begleiten. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne nach vorne kommen. Der Zwischenschutz ist auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte darf sich nicht unnötigen Fragen. Dankeschön. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Volgend Station, Neuke Station. Gelieve hier te vertrekken voor treinen. Fahrt.
Stuttgartstraße. Nächste Haltestelle, Anlingen Justizvollzugsanstalt. Klotzstraße. Mir geht's auch zu weit im Umsprechen, zu weit im Mund. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe gestern Mittag, zwischen Mittag und Nachmittag meinen beiden Onkels geholfen, also der Bruder von meinem Papa und von meiner Tante und der Ehemann von meiner Tante sind beides meine Onkels. Habe ich mitgeholfen, die Berggelten auf den großen Anhänger zu tun, weil in den nächsten Tagen wird meine Tante Trauben lesen, entweder jetzt am Freitag oder am Samstag, je nachdem wie es Wetter ist. Wenn es Wetter gut ist, tun wir im Wengert grillen und unser Vesper machen. Wenn es regnet, dann in der Garage von meiner Tante. Nächste Haltestelle, Hansen.
Platz. Für Ihre eigene Sicherheit bitten wir Sie, für Festhalt zu sorgen. Ihr Opfer. Die Ampel, da ist oben grün und unten rot. Ampel einfach falsch umgemacht, okay. Nächster Halt. Manningen, zentraler Busbahnhof. Umsteigemöglichkeit in Richtung Mösendorf, Haberscheid, Preußendorf, Müllerhausen und Hindendorf. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Vergessen nicht mitfahren, wenn es keine Route dafür gibt, ist das dann eher Problem. Nächste Haltestelle, Hansemannplatz. Für Ihre eigene Sicherheit bitten wir Sie, für festen Halt zu sorgen. Ihr Opfer. Naja, hier gibt es auch die lustigen Ansagen und die lustigen Fahrgäste-Stimmen. Da war ja was. Nächster Halt. Neuklotzstraße. Fahrt doch schneller, hier ist 50. Nächste Haltestelle, Manningen Justizvollzugsanstalt. Wir hören nicht auf die Ansagen. Das sind komplett falsch. Es gibt ja nur eine Rufdatei, da steht Manningen drauf. Entweder da steht nichts mit V1 oder V2 drin. Vielleicht habe ich auch die V2-Rufdatei übersehen, als ich die die jeweiligen Ordner ins Opsi-Hauptverzeichnis reinkopiert habe. Kann auch möglich sein. Und entweder bin ich lost, oder die Abacher waren einfach lost gewesen. Aber man sieht schon, dass der Herbst hier in Opsi eingezogen ist an den verschiedenen Farben der Blätter.
Nächste Haltestelle, Poppingen Universität. Frag meiner Community, werde ich den Abo-Counter nur in den Livestreams anmachen. Und ich werde auch in den Folgen nicht sagen, wie viele Abonnenten ich habe und wie viele Aufrufe. Nächste Haltestelle, Baumgartstraße. So viele Ampeln gewesen, die man eigentlich fast gar nicht gebraucht hätte, hätten nur ein paar gereicht. Was gibt es eigentlich sonst noch so zu erzählen? Ach ja, unser Spiel, was eigentlich diesen Samstag stattgefunden hätte in Mettingen, wurde auf Mitte Oktober verlegt. Weil die meisten am Samstag nicht können. Nächste Haltestelle, Poppingen, Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Volgend Station, Neuke Station. Gelieve hier te vertrekken voor treinen. Die Ansage hat sich irgendwie angehört, als wäre sie holländisch. Vielleicht war es auch holländisch gewesen. Ein anderer deutscher Dialekt kann ich mir nicht vorstellen. Hat sich irgendwie sehr ausländisch angehört.
Linie 13. Linke Spur Richtung 1 sind. Rechte Spur Richtung Hollergasse. Was ist mein Hollergasse? Okay, dann sind wir richtig. Nach, ob ich wirklich die Hofdatei wirklich vergessen habe, also die richtige, oder ob ich doch die richtige habe. Die zwei Vehicles. Die neue Hofdatei ist Manningen.hof. Ja. Das ist die richtige. Nächster Halt, Lukas Lörrich Ali. Ja, Mitte Oktober, Anfang November beginnt auch unsere neue Betriebssportsaison. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wer alles für Betriebssport so mitmachen wird. Nächste Haltestelle, Stadtwald. Nee, Bauer, ist klar, ne? Wie viele Ampel braucht ihr denn hier noch? Oder wie viele sind das hier? An der Kreuzung. Braucht man so viele Ampeln? Ist das eigentlich so gewollt? Wie viele sind das denn hier, alter Schwede?
braucht so viele Ampeln. Ja, oh, Alter, das sind ja Muster. Okay, ist es auf der anderen Seite? Ja, nee. Warum muss denn die Ampeln? Ja, man, ja. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das hat mich ja völlig ausgereicht, da solche Muster reinzumachen. Aber manchmal ist halt verrückt. Das war so schon in der VV1 so gewesen, mit den ganzen verrückten Namen und den verrückten Fahrgaststücken. Nächste Haltestelle, Buschmusch. Bitte vergessen Sie nicht, die Haltewunschtaste zu betätigen. Drückt doch einfach den roten Knopf, ihr Lutscher. Wir fahren natürlich die Linien nach der Reihenfolge, wie sie auch aufgelistet sind in der Global-Datei. Nächster Halt, Einsteindorf Marktplatz. Tauchschnaufen. Nächste Haltestelle, Einsteindorf. Ich weiß nicht, ob das hier so gewollt ist, dass das Auto in der Luft ist. Oder ob es hier nur zur Deko ist. Lieber Bauer. Ich glaube, da stimmt das nicht. Thank you.
wird man noch weiter langfahren. Nächster Halt. Einsteindorf Krankenhaus. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. So, meine Lieben, das war's für heute. Mein Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, mein Kanal gefällt und ihr auf YouTube angemeldet seid, würde ich mich sehr gerne über ein kostenloses Abo freuen. Wir sind Road to 600 Abonnenten zu erreichen bis zum Ende des Jahres. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne auf dem Video gerne den Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche gerne mich in die Kommentare. Folgt mir gerne bei Instagram, bei Discord und auf Twitch. Links dazu findet ihr immer meiner Kanalinfo. Oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr auch einen Link zu meinem YouTube-Kanal. Dürft ihr gerne mit euren Freunden, Familie, Verwandten, mit allen Leuten teilen, die ihr kennt, um mich kostenlos zu unterstützen. Und das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O530G Euro 2 Volt im MVB Repaint von der Linie 13. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, bordgemisst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!